So, da sind wir wieder in einer neuen Folge Life is Strange. Und wir liegen immer noch mit Chloe im Bett. Aber ich denke, es ist langsam Zeit aufzustehen. Ich glaube nicht, dass die nochmal was labern. Deswegen machen wir weiter. Okay, I need to get dressed now. Ich muss übrigens gestehen, ich glaube, dieses Spiel wird so eine richtige Hassliebe. Kunst bestaunen. Freut mich zu sehen, dass du Blackwell nicht gesprengt hast. Na gut, freut mich fast. Freut mich fast. Da sieht man mal, ne? Man muss nur eine kleine Pause da reinmachen und schon hört sich das anders an. Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt. Also kauf ich die Tickets jetzt. Du bist für Popcorn verantwortlich, also gibt es kein Zurück mehr. So, wir haben mal wieder ein bisschen was zu lesen. Bis wo haben wir denn schon gelesen? Warren Graham, eine geniale Minibombe. Ich glaube, hier müssen wir weiterlesen. So fanden wir uns im Sanctorium. Danke an den so gerade eben bestandenen Lateinkurs. Blackwells wieder. Total merkwürdig, nach Mitternacht im Büro des Direktors zu sein und seine Akten und seinen Computer mit Chloe zu durchsuchen. Sie ging viel zu sehr drauf ab. Theoretisch hätten wir verhaftet werden können. Hilfe. Ich tat einfach so, als sei es eine besondere Episode von die Zauberer von Waverly Place. Nur zwei komische Sherlocks, die für einen guten Zweck schnüffeln. Yep, das half. Den Beweis fanden wir nicht, dafür aber eine seltsame Zeichnung in Nathans Akte, in die immer wieder Rachel in der Dunkelkammer gekritzelt war. Also ein deutlicher Hinweis, dass Nathan irgendwie darin verwickelt ist. Aber Dunkelkammer ist ja eigentlich, hier geht es ja viel um Fotos und so. Und Dunkelkammer ist doch, um Fotos zu entwickeln. Habe ich nämlich auch mal gemacht. Ist zwar schon ein bisschen her, aber naja. Also ein deutlicher Hinweis, dass Nathan irgendwie darin verwickelt ist. Oder einfach verrückt. Nathans Notiz erwähnte auch David M. David Marsh vielleicht? Also müssen wir an Davids geheime Akten im Bunker. Für einen guten Zweck. Chloe kann es einfach nicht lassen und wollte $5000 Bargeld klauen, das als Behindertenkasse markiert war. Ob das stimmt? Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Könnte halt auch sein, dass das einfach nur eine Zahlung von den Dingens da war. Und einfach nur Behindertenkasse draufgeschrieben, damit keiner irgendwie auf den Gedanken kommt, dass das irgendwie, ne, Betrugsgeld oder hier so Schweigegeld oder irgendwie sowas ist. Einen schnelleren Weg in die Karma-Höhle wird es kaum geben, aber es hätte Chloes Schulden bei Frank beglichen. Ich hielt sie auf, aber es stört mich, dass Chloe so selbstsüchtig sein kann. Ich passe auf sie auf, aber ich kann sie nicht alles tun lassen, was sie will. Mad Max? Oh, Mad Max war cool. Eher Mama Max. Nach dem üblichen Einbrechen und der Bombenzünden beschloss Chloe, dass wir unbedingt im Reich der Otter schwimmen mussten. Ich war so aufgedreht und rebellisch, dass ich voll dafür war. Wir sind nicht nackt reingesprungen, aber es war trotzdem genug, um uns Ärger einzuhandeln. Warum waren wir so achtlos, nachdem wir vorher so vorsichtig waren? Das ist genau das, aber da hat mich ja das Spiel nicht entscheiden lassen. Weißt du, das Spiel will mich halt trotz allem irgendwie in die Scheiße reiten. Immer. Egal, was ich mache. Oder entscheide. So, Chloe bringt meine mir doch egal Seite hervor und ich liebe es. Auch wenn es ihr nicht immer gut getan hat. Sie hatte sich diesen Moment verdient, genau wie ich, nur ein wenig rumalbern im Pool. Ich fürchte, mit dieser jugendlichen Albernheit ist es bald vorbei. Himmel, ich klinge wie einer meiner Lehrer. Wir unterhielten uns über das Leben seit meinem Weggang und über dumme Jungs und Mädchen und warum sie Ärger bedeuten, besonders für mich.
Ich komme mir vor wie ein Groupie, wenn ich mit Chloe über Lebenserfahrung rede. Sie hat so viel mehr erlebt. Ich mache Fotos, sie unternimmt Dinge. Kurz darauf mussten wir vor den Sicherheitskräften flüchten. Ups, wie soll man in einem Pool schon still sein? Außerdem hinterließen wir eine recht deutliche Spur. Das war aufregend. Die Sicherheitskräfte hatten Taschenlampen, also war es nicht einfach, sich vorbeizuschleichen. Besonders, weil wir in Chloes Blechkiste flüchten mussten. Aber wie gesagt, aufregend. Genau wie Chloe Price. So, sonst haben wir nichts Neues. In die Schublade. Da haben wir doch schon reingeguckt, oder? Ach so, wir suchen nach Klamotten. Oh, warum denn nicht? Das wäre doch cool, mal sie so in Punk-Klamotten. Naja, wirklich punkige Klamotten hat sie jetzt auch. Frank might think twice about messing with Chloe now, but if David finds out. Aber ist das so schlau, diese Waffe hier zu lassen, wenn hier Sicherheitschef und Stiefvater und so. Chloe might put up a pic of me instead. Can't compete with Rachel. Ach was, sie vermisst sie halt einfach. Shitballs. Frank is scary. I should have let Chloe take that money. Chloe, Geld jetzt. Ich hab kein Geld jetzt. Das ist meine letzte Nachricht. Oh Mann. Verstanden. Sofort, du Verfluchte. Das ist ein Arsch. I'm lucky David didn't bust me for acting like it was my part. Chloe is so damn cute. She's really trying to suss out what my vision means. Das ist irgendwie schon lustig. Can I check out the news on this old laptop? Oh, at least we haven't been identified. Yet. Vorfall. Polizei und Feuerwehr reagierten auf einen Einbruch und einen Fall von Vandalismus auf dem Campus der Blackwell Academy um 1.30 Uhr morgens. Die Polizei hat noch keine Angaben zu möglichen Verdächtigen gemacht. Vorfall. Die Polizei verhaftete einen nackten Mann mit Schwert am Up All Night Nuts in der Nähe der Peking Pay Road um ca. 20.52 Uhr. Der noch nicht identifizierte Mann stand unter dem Einfluss von Energy Drinks und Metavitaminen. Er bleibt bis zum Abschluss der Ermittlung ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Das könnte ich im RP gewesen sein, Kappa. I have to go. Especially since Kate's parents aren't going to bury her here. Beerdigung einer Blackwell-Schülerin. Eine öffentliche Zeremonie für Kate Marsh, 18, am Dienstag verstorben, wird um 14 Uhr am Samstag, dem 12. Oktober, abgehalten. Die Familie bittet um Spenden an ihrer Kirchengruppe mit Blackwells als Mittelmann. Die Familie plant eine private Zeremonie und die Beerdigung an einem anderen Ort. Also eigentlich müssten wir da ja eingeladen sein. Schließlich haben wir ja versucht, ihr noch zu helfen. Und es waren ihre Freundin und so weiter. Mal gucken. Wow, Sir. That was my 10th birthday. I didn't know Chloe kept this stuff. Also die Bilder sind schon immer wieder schön, ne? Portemonnaie. The fact that she put the photo next to Rachel's is so touching. Naja, so hat alles angefangen mit unserer Fähigkeit. Please come back. Alles klar. Da hat jemand was vor, wa? Da haben wir, glaube ich, auch schon reingeguckt, ne? Wow. Oh. I remember this old phone. We decorated it together. Ach ja, die alten Handys. Die waren noch individuell, weil man sie einfach bestickert und bemalt hat und sowas manchmal. I could have hid in the closet and then David wouldn't be on my case. Ja, hätten wir können tun. Oh, ich will diese Schuhe anziehen. Kann ich diese Schuhe anziehen? Hier so einfach rein, zack.
Aber das sind, glaube ich, ihre. Ja, uns bleibt wahrscheinlich das hier, ne? Handy haben wir schon geguckt, Joint haben wir geguckt, Buch haben wir geguckt. Time to put on your daily armor, Max. Die Rüstung. Ugh, still reeks like a chlorine factory. Ja, geil. See if you can find a suitable outfit in my fashion hole. Also doch von ihr hier Klamotten, oder was? Will sie ja nicht. I don't think I'll be moshing today. Das möchte sie ja nicht. Wo kriege ich denn sonst was? Ach so, öffnen. Okay, time for some Chloe cosplay. Hey, there you go. Rachel left a bunch of her clothes with me. She's your size. But not quite my style. Max, you don't have a style yet. At least give it a try. You can always rewind back to your chlorine brand t-shirt and generic jeans. You suck. I like my shirt and jeans. But it would be cool to try on Rachel's clothes just to see if they fit. Stop second-guessing yourself, Max. Put this on and let your inner punk rock girl come out. You can afford to take chances whenever and whatever you want to try. For example, I dare you to kiss me. What? I double dare you. Kiss me now. Also da sage ich ja nicht nein, ne? Jetzt werden wir zum Rebell hier. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh man, that was priceless when I kissed Chloe. She didn't think I would. Aber... Damit ist zumindest was anderes. Nee, noch nicht bestätigt. Das mag ich nicht. I think Rachel's style is a little more subtle. Like me. Wir werden jetzt zu Max Payne, Kappa. Looking sick, Max. A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Maybe not. Go on down and say hi to Joyce. Free breakfast. I have to wake and bake first. I promise not to tell. Let's not rewind and find out, okay? Ja, cool. Wir haben endlich mal einen anderen Stil als dieses langweilige. Doch cool. Oh my god, that smells so amazing. Gut. Das Hemd müsste nicht unbedingt kaputt sein, ne? So, was haben wir denn hier? Miss Caulfield. Richard Marsh. Miss Caulfield, ich wollte Ihnen für alles, was Sie für meine Tochter getan haben, danken. Sie haben wahren Mut und Anstand bewiesen, als Sie auf dem Dach zu Hilfe kamen. Sie haben wirklich alles getan, was möglich war, um Kates Leben... und Kates Leben lag in Ihren Händen. Warte mal. Er sagt von wegen Mut und bla und dann, dass das Leben in meinen oder in ihren Händen lag. Kate ist nun in einer besseren Welt, aber sie wird in Gedanken immer mit uns sein und ich weiß, dass sie ihnen ein langes und gesegnetes Leben wünscht. Sie werden für immer in unserem Gebet sein. Friede und Freude, Richard Marsh. Puh. Der ja seine Tochter sowieso sehr geliebt hat, das haben wir ja gesehen. Handtuch. Das ist den wir gerettet haben. Hey, that's the bluebird I saved Monday in Joyce's room. Der sollte raus. Chloe has had this damn dirty pirate towel since we were kids. Warum habe ich das Gefühl, dass dieser Vogel noch irgendwas Negatives machen wird oder auslösen wird? Können wir uns nicht die Haare färben? You know, I haven't gone through a dyeing my hair blue phase yet. Ja, bitte, mach! Mach! Ich fänd's cool, irgendwie.
Chloe never used to care when I borrowed her toothbrush. Ja gut, dann. What's ironic is I always hated it when Chloe used my toothbrush. Feels so good to wash my face after all that chlorine and hiding. Check out Mad Max, ready to fucking thrash. I'm so hardcore. Erstmal ein Foto als Erinnerung. Natürlich mit dem Vogel drauf. Können wir hier noch irgendwas machen? I better not go in there. David might be in bed. Ja, das wollen wir wahrscheinlich nicht. Können wir das hier aufmachen? For everybody else in the neighborhood, it's just another morning. Ich würde gerne den Vogel rauslassen. Das hört sich irgendwie falsch an. This might be the one time these people are right. Hm, was denn? Das Ende ist nah. Ignorieren Sie immer noch seine Warnungen. Haben Sie den Schnee gefühlt? Waren Sie Zeuge der Sonnenfinsternis? Haben Sie die sterbenden Tiere gesehen? Die Zeichen sind überall. Acadia Bay ist das finale Schlachtfeld für Pazuzu. Was? Was ist denn Pazuzu? Jesaja 66, bla. Dann siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seinen Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und sein Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten. Retten Sie Ihre Seele und tun Sie Buße. Treten Sie diesen Monat der Kirche und der Offenbarung bei und retten Sie sich gratis vor der Hölle. Sie sehen unsere Sendung auf öffentlichen Acadia Bay, Kanal 40. Kontakt, Pastor Cruz. Naja. Lustig wär's gewesen, so, nehmen Sie jetzt noch ein Abo der Kirche, was weiß ich. Haben wir, glaube ich, schon angeguckt, oder? Oh. Ich glaube, ja. Naja. Kuckuck. So, wir gucken uns erstmal um. Anrufbeantworter. Looks like a message. David, this is Officer Korn. Just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Okay. Ich weiß, es wird nichts bringen. Kann ich es einfach lassen? Ich kann es auch einfach lassen. Ich glaube, wenn wir es löschen, ist der Verdacht nur noch größer. Wir lassen es einfach. Oh, bin zu fett hier. Hier haben wir nix. Haben wir schon gesehen. Achso, ich wollte eigentlich öffnen und offen lassen. Ich möchte... Ich möchte eigentlich immer noch den Vogel da oben retten, aber langsam habe ich das Gefühl, der ist da drinnen besser aufgehoben. Three dead birds lined up? That's fucking ominous. Holy shit. Noch einer.
dead bird. Poor thing. Hat schon ein bisschen sowas typisch biblisches, ne? So ein bisschen. Hier ist noch eine. I wonder how these birds died. I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swing all the way around. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Ja. Irgendwie würden wir doch alle gerne fliegen. Who drinks beer this early around here? Oh. Kate's life was sure worth a nice exploitive headline. The Impenitent. Plötzlicher Schneefall und überraschende Sonnenfinsternis. Steht uns die Apokalypse bevor. Schülerin springt in der Blackwell Academy öffentlich in den Tod. Ja, ja, drückt mir das nur immer wieder rein. Ist okay. I keep expecting to see the sky turn red. Weißt du was? Ich will gar nicht mehr, dass der Vogel rausgeht. Draußen scheint er ja eh auch zu sterben. Hier drin scheint er sicherer zu sein, komischerweise. Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. I love that they still have the same refrigerator. I have a choice. Joyce looks so different in her street clothes. Good morning, Joyce. Rachel. Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Das ist cooler. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, wakey wakey, eggs and bakey. Totally. We'd wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. Jeder braucht Eier. I can handle eggs and bacon. Ach so. Eier? The eggs always come first, as Joyce used to say. Und Speck wird bestimmt hier drin sein. I should evolve and become a vegan, but bacon. Jetzt im Nachhinein frage ich mich gerade, die haben doch finanzielle Probleme. Hätten wir nicht besser Pancakes genommen? Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in LA. I'd love to think that too, Joyce. But we are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. I hate to even think this, much less say it out loud, but I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows, and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? What? No way. I know I was selfish when I left. I'm glad Chloe found a better friend.
No, just a different one. Last time I saw you and Chloe in your pirate outfits, I knew she would never find a better friend. And when you took the rap for that joint, you proved it. Thanks. But it seems like Chloe and me were pirates 1,000 years ago. And that makes me, what, 1 century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Und was ist mit Chloe? Essen! Komm runter! Ach nee, die ist ja wahrscheinlich noch am Durchziehen, ne? Kann ich mich eigentlich auch hier zum Bier setzen? Also ich pack mir einfach den Stuhl hier und setze mich hier zum Bier. Weißt du, ich werde jetzt komplett punkig so. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. I guess nobody waters the plant here. Ja, besser als, naja, kommt ja auch selber raus. Wir haben die Pflanze einfach ersoffen. I'm glad that's creamy and not crunchy. Bring those eggs and bacon to my belly. Müssen die zwinken? Nein, ich sag's nicht. Hallo? Kann ich jetzt nicht mehr essen, oder was? Hallo? Ich will essen? Danke. Das wäre es ja jetzt gewesen, wenn ich mir das Essen nur angucken kann. Bring those eggs and bacon to my belly. Nein. Kann ich wieder aufstehen oder eher nicht so? Hallo? I guess nobody waters the plant here. Kate's life was sure worth a nice exploitive headline. Seeing you again? Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. Ich will die Fotos sehen. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid?
Just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. So, aber erstmal gucken wir mal, was wir hier Neues haben. Wir haben ein Foto. Foto? Wo haben wir denn hier ein Foto? Ja. Ach so, hier. Etwas der. Etwas der. Nächster. Ach so, hier landen einfach die Fotos, die wir machen und Zeichnungen um. Pipapo. Okay, okay, okay. So. das war auch Sicherheitskräfte, das hatten wir. So. Ich roch, als sei ich in Chlor gefallen. Aber es war toll, nach 5 Jahren wieder in Chloes Zimmer zu pennen und neben ihr aufzuwachen, wie bei Übernachtungen damals. Aus irgendeinem Grund erinnerte es mich daran, wie wir einmal nachts rausschlichen, um das Haus eines Nachbarn mit Klopapier zu verzieren. Aber wir bekamen Muffensausen und rannten lachend nach Hause. Als ich am nächsten Tag aufwachte, bereitete Joyce unten ihr geniales Frühstück zu und Chloe lächelte mich an, als wären wir der geheimste Club der Welt. Oder wenigstens Arcadia Base. Wir waren verdammt nochmal Piraten. Nach unserer akademischen Spionage gestern fühlte ich genauso. Nur sind die Risiken viel größer als alles viel gefährlicher. Ich trug Rachel Ambers Sachen, weil meine müffelten. Ein Band-T-Shirt und kaputte Jeans. Sogar nicht ich. Aber ich habe meinen Stil noch nicht gefunden. Also warum nicht experimentieren? Apropos Experiment. Chloe forderte mich heraus, sie zu küssen. Also tat ich es. Sie dachte wohl, ich kneife. Warum? War ja keine große Sache. Es war knuffig, wie peinlich es hier hinterher war, und sie meinte, sie sagt es Warren. Zudem denke ich, dass Chloe ihre Zukunft mit Rachel verbringen will. Ja, das denke ich nämlich auch schon seit Anbeginn der Zeit, Kappa. Als ich zum Frühstücken runterging, nannte Joyce mich tatsächlich Rachel, was so falsch wirkt, wenn man weiß, wie hübsch sie ist und wie langweilig ich bin. Das neue Outfit muss magisch sein. Ich half Joyce beim Frühstück machen, wie früher nach Übernachtungen. Komisch, wie schnell man in alte Gewohnheiten zurückfällt. Ich muss bei Joyce Nostalgie ausgelöst haben, denn sie kramte das alte Fotoalbum hervor. Ich bin eine von wenigen, die sich gerne alte Fotos ansehen. Wie lautete das Hitchcock-Zitat zu Filmen als Fragment der Zeit? Wie Jefferson sagte, trifft dies auch auf Fotos zu. Ich denke, sie wollte David wirklich in besserem Licht darstellen. Wenn David in einem Foto mit Joyce glücklich war oder lachte, wollte ich fragen, und wer ist das? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es ein Foto von Rachel in den Sachen gab, die ich trug. Sie sieht umwerfend aus und irgendwie punkiger als Chloe. Dieses herzzerreißende Bild war das letzte Foto, das William je schoss. Chloe und ich in der Küche. Joyce vermisste dieses fröhliche Mädchen wirklich. Ich weiß, es gibt sie noch. Als Chloe mich heute Morgen anlächelte, sah ich sie. Das Foto fasste alles zusammen, was wir als Kinder hatten und als Erwachsene verloren. Was auch immer Erwachsene bedeutet. Das war Chloes Stichwort. Reinzuplatzen und sich mit Joyce zu streiten. Das gab mir eine grausame Deckung, um in die Garage zu schleichen und David Madsons geheime Akten zu ergattern. Das ist cool. Fight! Okay. Wollen wir das wirklich tun? Wir hatten aber letztes Mal das Problem. Also, wir können nur am Laptop gucken. Hier waren doch irgendwo Akten, die runtergefallen sind dann. I bet David has
all of his surveillance secrets in his laptop. Ja gut, dann ab dafür. No shit, it needs a password. How about Stepdude? Stiefdude. I need more clues. Ich brauche Hinweise. Bestimmt 911. Nothing to see here. Doch Essen. Bestimmt irgendwas, was nicht direkt vor Ort ist. Vorhängeschloss? Nee, da kommen wir nur zu den Waffen. Vorhängeschloss. Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. 717. Wir gucken mal, ob das hier auch dasselbe ist. There's no way Chloe can put that gun back now. Also, okay. Ist vielleicht 717 das Passwort? Privat aufhören? Ja. Nope. Okay, haben wir hier draußen vielleicht noch irgendwas? Platte? Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Oh, just married. Wer macht denn sowas? Kassette? Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. Hm. Videonachricht von Mama und Papa. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es das sein soll. Magic 8 Ball says no. Buch, Trophäe. David has been dragging his head around since 2001. Joyce might as well have wrote, let's get married. Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt, die hier reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls Sie es vergessen haben sollten. That might be a useful password. Ja, das könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen. Tuwells Diner, Rechnung 27.11.2008. Eier und Würstchen, Toast, Kaffee. Besuchen Sie uns bald wieder. Das wäre doch ein schönes Passwort. Das wäre doch ein schönes Passwort. Ha! Score. Max the Hacker strikes again. Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim, folgt Rachel zum Leuchtturm. Bericht der Arcadia Bay Polizei, Fall Nummer 678. Berichtender Beamter Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber, 18, wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgifts aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Metzen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drohungen und Verleugnungen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für Detailübersicht. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate Marsh geht
den gleichen Weg zu jedem Unterricht, hörte Kate und Dana über Besorgungen für die Vortex-Party reden. Drogen? Kate mit ihren Kirchengruppen beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Was? Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern, selbst von der Kirche. Drogen? Alles immer Drogen? Versuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Schuldig. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Profil von Max Caulfield. Pseudonym im Internet. Mad Max, Max Factor, Noir Angel. Maxine Caulfield, Schülerin. Studentenplan, Oktober, Woche 2, Stundenplan. What the fuck? I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad and mad. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Frag mich, ob wir hier noch irgendwie eine Information kriegen, die vielleicht wichtig wäre. Aber vielleicht ist es auch besser, nicht alle in allem rumzu... Können wir hier wieder raus? Tasche? Ah, okay, das wären dann noch andere. Aber süß, dass er das Datum Messer? Even David Madsen might be an angel to somebody else. An meinen Engel im Kampf, halt die Flügel steif. Flügel und Schwert, ne? Wir haben noch keinen neuen Text. Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt hier vielleicht... ich überlege, ob wir hier... Ich glaube, wir machen hier einen Schnitt. Ich glaube, das ist ja ganz gut, ne? Wir haben jetzt hier die Info bekommen. Die geben wir jetzt wahrscheinlich dann an Chloe weiter, vermute ich mal. Und, ja, ich bin froh, dass es eine weitere Folge ist, in der jetzt noch nichts Dramatisches passiert ist. Seit der einen gewissen Folge bin ich, glaube ich, sehr traumatisiert und habe Angst bei allem. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und Tschüssikowski.